Bună ziua, mă numesc. Ich heiße Emanuel, bin 12 Jahre alt und wohne in Temeschwar in Rumänien. Kommt, ich stelle euch meine Familie vor. Ich habe 6 Geschwister. Der Jüngste ist weg. Er ist angeln gegangen. Das ist meine Mutter, sie heißt Lia. Und das ist mein Vater Marius. Wir essen gerade alle zusammen Mittag. Ich tanze seit 3 Jahren Turnier. Ich zeige euch mal meine Anzüge für die Wettbewerbe. Das ist mein Body für Lateintänze. Mit dem tanze ich Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive. Und das ist mein Anzug für die Standardtänze, für langsamen Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Fox und Quickstep. Heute arbeite ich mit meiner Partnerin und meiner Trainerin. Das ist meine Trainerin Diana und das ist meine Partnerin Ariana. Eröffnet groß, diagonal und 5, 6. Los, Manu, und 1, 2. Es ist viel schwieriger, mit einer Partnerin zu tanzen als alleine, weil ich sie führen muss. Sehr schön. Und weiter. Oberkörper. Im Moment üben wir eine Samba-Choreografie ein. Am Anfang habe ich gedacht, oh, ist das schwer. Aber mit der Zeit haben sich mein Gehirn und mein Körper daran gewöhnt. Mit viel Energie. Das ist Tango. Jetzt fängt der Standardkurs an. Mit meiner Partnerin und den anderen haben wir viel Spaß. Aber wenn wir tanzen, dann konzentrieren wir uns. Nun verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen und danke. Und wir lieben dich, Dia. Vor jedem Auftritt macht mir meine Mutter die Haare. Oder ich style sie selbst. Das gehört dazu, damit ich eleganter aussehe. Unser Auftritt ist kurz, deshalb muss er Eindruck hinterlassen. Und zum Schluss. Wenn ich tanze, fühle ich mich stärker und selbstbewusster. Als ob ich alles schaffen könnte.